Machen wir direkt weiter. Schissel, jetzt habe ich echt dick überzogen, die letzte Folge. Strong, ich habe genau gesehen, wie du dich teleportiert hast, du Sack. Alter Ballsack. Vielleicht ist ja zufällig schon genug Kram. Aushilfe gesucht. Was haben wir hier? Halluzigen ist auf der Suche nach Personen, die uns bei laufenden Tests nicht tödlicher Technologie für Polizei und Militär unterstützen möchten. Ganz gleich, ob sie eine Karriere in der Hightech-Forschung anstreben oder sich einfach etwas dazu verdienen möchten. Diese spannende Gelegenheit könnte genau das Richtige für sie sein. Großartige Bezahlung, flexible Arbeitszeiten, keine langfristigen Verpflichtungen, keine Erfahrung notwendig. Bewerben Sie sich instant. Ja, läuft. Warum nicht? Warum nicht? Aha. Da oben ist also schon ein kleines Bettchen. Was haben wir hier? Ah, das war eine Kronkorkenmine. Ah, den Kram auch direkt weg. Und du? Oh, hier nehmen wir auch noch alles raus. So, wir können auch hier noch unseren Kram ablegen. Und vielleicht reicht es schon gleich, um das bauen zu können, was wir bauen müssen. Ziemlich kleiner Bereich, wie ich sehe. Hinter dem Haus ist es noch ein Stück. Hier oben drauf ist es noch ein kleines bisschen. Hier ist nichts mehr. Die Autos kommen weg. Jetzt hier wird ein Versammlungsplatz. Die Bank lassen wir aber stehen. Ich glaube, die funktioniert noch. Beziehungsweise auf die kann man sich noch setzen. Guck mal, da ist das nicht cool hier. Aber hier kann man nicht rein. Schade. Aber in die Church kann man rein. War es das schon? Ja, ich glaube, das war's. So, können wir es zufällig bauen? Wahrscheinlich nicht. So, sonstiges. Nein, können wir nicht. Okay. Dann porten wir uns kurz nach Hause und schicken jemanden von, vielleicht nicht direkt von da, von Tempines Buff, ne? Ist hier irgendwo, wo wir genug Leute haben? Ach, da werden schon genug da sein. Ja. Nicht, dass wir so lange suchen müssen nach jemandem, der noch frei ist. Vielleicht müssen wir auch gucken, dass wir einfach für Verteidigungsanlagen öfter die Geschütze nehmen, anstatt dieses Holzzeug. So sparen wir zwar ziemlich viele Ressourcen, aber wir haben ja, glaube ich, sehr viele. Und so haben wir immer viele Leute frei, die dann nicht irgendwo verteidigen müssen, sondern auch eingesetzt werden können für sowas, was wir jetzt gerade suchen. So, du. Ach, das ist diese Marcy-Troller. Nicht Marcy, aber... So eine Troller eben. Jetzt pennt hier jeder, ne? Ach Gott. Dann gucken wir gleich mal in das Haus, in das wir vorhin... Jawohl, nicht zugewiesen. Versorgungsroute. Und zwar... Nach, wie heißt das da hinten? Jamaican Plain. Yep. Auf, auf. Was? Bist, ah, du bist ein Versorger, sehr schön. Jetzt dich aufregen. Hey. Und wieder zurück. Und schon können wir bauen. Und dann machen wir das jetzt, dann bauen wir da dieses Ding hin. Ich weiß gar nicht, was wir da hinbauen müssen. Also ich dachte jetzt halt wie immer diesen... Leitstrahl, aber ich glaube, die haben was Spezielles gewollt. Nur so mal gucke. Aber Spezial-Items habe ich ja schon geschaut. Ich meine, dass da nichts war. So. Ja, zu früh gedrückt. So, hier. Bevor ich baue, gucke ich kurz, was hier überhaupt hingebaut werden muss. Errichte Verteidigungsanlagen. Aha. Also wir machen trotzdem erstmal so einen Fernleitstrahl hin. Damit sich hier mehr Leute ansammeln. So, und so. So und so. Und fertig. Und dann können wir hier noch die Anlagen hinmachen, die Verteidigungsanlagen. Ich würde sagen, da bieten sich doch gerade da oben diese Teile an. Oder? Ist da nicht drauf? Schade, das wäre ziemlich cool, wenn die da steht drauf. Aha. Aber ob das auch was bringt, ob das was hilft, wenn die da drauf stehen? Ha! Natürlich bringt das was. Kann man nicht vorstellen, dass es nichts bringt. Dann mache ich wieder oben drauf. Na. So. Here we go. Geschütztürmchen, da passt du nicht hin, passt du hier hin. Ja. Boom! Er guckt zwar irgendwie in die falsche Richtung, aber egal. Jetzt können wir hier vorne noch eins hinmachen. Drehen wir so ein bisschen nach da. Zack! Und da vorne. Ach, man kann da nicht.
Diesen blöden Baum muss das ja nicht springen, aber hier sind wir eh hoch genug. Und hier machen wir noch eins hin. Komm. Ja. Das sollte am besten so stehen, aber es geht wohl nicht. Ah. Okay. Was brauchen wir hier noch? In Jamaican Plain? Der Schattenperlenbericht, sehr schön. Aber das machen wir jetzt nicht direkt, sondern wir gehen erstmal da runter und holen uns noch den Schatz ab. Tschüss, Malone. Water Malone. Ach. Ich muss da richtig rein. Oh, der Bunker. Mal kurz in den Bunker gucken. Ist man hier jetzt eigentlich safe? Wir müssen jetzt safe sein. Ja, eine leckere Bratwurst. Wenn alles vorbei ist. Gehen wir mal runter und gucken, was da so abgeht an Verteidigungsanlagen. Er hat gemeint, da wäre alles voll. Da müssen wir schon mal aufpassen. Wegen Strong nicht, dass er halt einfach reinrennt und alles voll kackt. Strongy boy, strongy boy. Was ist hier? Zu viel Licht. Ja, so viel Licht hier drin, gell? Strong Mansion Skinners. Gebäudeverwaltungsprotokolle. Der Rat hat heute endlich Renovierungsarbeiten am Keller genehmigt. Hat ja auch lang genug gedauert. Gut, dass endlich mal diese undichten Rohren rauskommen. Und vielleicht kann man das, kann man ja auch die Klimaanlage auswechseln, damit sie nicht mehr jeden Tag zusammenklappt, wenn es über 30 Grad warm ist. Ich bin es leid, das verdammte Ding zu reparieren. Alles klar, der Hausmeister, da oben steht es ja auch. Ich habe einen Anruf gekriegt, dass ich die Lampe im Pausenraum reparieren sollte. Die gesamte Belegschaft hat gewartet. Wie es sich herausstellte, habe ich heute mein 25. Jubiläum bei der Stadt. Hatte ich fast vergessen, es gab dann einen Kuchen und so weiter. Schwer zu glauben, dass ich mich diese ganzen Jahre über im Keller verkrochen habe. Naja, wenn die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, dürfte es hier wesentlich netter aussehen. Ja, hast recht. Die Bürgermeisterin hat den Verstand verloren. Die gesamten Gelder für die Renovierung werden in ihr Lieblingsprojekt umgeleitet, dieses lächerliche Schätze-Ding. Erst heute haben sie alles aus meinem Lagerraum rausgerissen und begonnen, einen Marmorboden zu verlegen. Verrückt, da geht's ja wohl nicht mehr. Was will sie hier drin lagern? Gold Baron? Ich schwöre, dieser Mist wird jeden Tag schlimmer. Sie bedrängt mich immer wieder, bei dem Projekt zu helfen, aber ich will damit nichts zu tun haben. Es ist schon schwer genug, hier überhaupt alles am Laufen zu halten. Am ersten kalten Tag im Herbst fallen die Heizungen komplett aus. Ich habe reichlich Beschwerden erhalten, aber wenigstens war die Temperatur nicht allzu niedrig. Wenn das noch ein oder zweimal, zwei Monate so weitergeht, werden Sie sich wünschen, dass Sie vielleicht doch was von dem Geld für die Wartung auszugeben hätten. Das klingt ziemlich vernünftig. Letzte Woche waren es Protectrons. Heute musste ich so ein protziges Laser-Sicherheitssystem einrichten. Das Ding ist ganz schön empfindlich. Um einen wäre ich dabei draufgegangen. Ich verstehe es nicht. Sie haben mehr als die Hälfte des Kellers mit diesem dummen Teil belegt. Die Decke ausbessern oder die Wasserleitungen reparieren können sie aber nicht. Die ganze Arbeit wird umsonst sein, wenn das Gebäude darüber zusammenbricht. Ich kann gar nicht glauben, dass der Rat dem zugestimmt hat. Das hört sich echt bescheuert an. Heute haben sich drei ganze drei Besucher die Schätze angesehen. Ich bin überrascht, dass es so viele waren. Ich dachte, keiner würde durch die Sicherheitsprüfung kommen. Die Bürgermeisterin hat versucht, für den Rat gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber die Stadt hat so viel Geld für diesen unnützen Kram verschwendet, dass ich mich nicht wundern würde, wenn alle abgesetzt werden. Ich versuche erstmal, die Rohre dicht zu halten und dafür zu sorgen, dass keine Touristen in mein Büro laufen. Ich habe es gehört, draußen ist es schlimm, ziemlich schlimm. Das rückt alles irgendwie wieder ins richtige Licht, oder? Heute Abend wird es keine Zeremonie geben. Die Bürgermeisterin ist wahrscheinlich schon tot. Ich schließe hier alles ab und versuche dann zu verschwinden. Das ist das Seltsamste, was ich jemals gesehen habe, aber vielleicht hat das ja für irgendwen eine Bedeutung. Irgendwann. Okay. Also weil er die Schätze gesehen hat oder weil er draußen den Atom-Jump-Bumble gesehen hat? Strong! Strong! Danke! So. Das sieht hier irgendwie komisch aus. Meister. Habt ihr das gesehen? Das ist ein Meisterschlösschen. Ah, ist bestimmt der Schatz dahinter. Ach Gott. So. Na also. Ach komm. Und zack. Wie schön. Wir müssen aber auf die Fallen aufpassen. Ha, Jamaican Plain Archivschlüssel. Ein Archivschlüssel. Sehr schön.
Okay. So, kommen wir hier direkt rein oder was? Und da sind die... Oh, da sind die ganzen Laserschranken. Aber die sollten wir doch eigentlich mal noch gemütlich abbauen, oder? Da bringen wir... Da haben wir richtig viel... Glasfaserschotter. Ah ja, da ist er schon. Okay, warte mal, ich muss speichern, sonst läuft da der Dödel rein. Das Sicherheitssystem ist strong, aktiv. Chill. Bitte zeigen Sie Ihre Identifikation. Wie? Wo? Wo soll ich die zeigen? Ja, das ist echt wichtig, das Ding, weil hier haben wir so viel Glasfaserschotter. Und wisst ihr was? Ich glaube, das hier ist auch ein Ort, wo man das grundsätzlich immer wieder farmen kann, denn man kann diese Anlage einfach wieder anschalten. Und dann ist sie wohl wieder aktiv und dann kann man hier so oft farmen, wie man will. Und hat halt diese Glasfaseroptik und die Kristalle, die sehr, sehr selten sind. In der normalen Umgebung hat man dann... Achtung, kurz zurücktreten und einmal speichern. Oh Gott. Und da oben vergessen. Strong wäre 100 pro durchgeschlappt. Ich glaube, das hier ist auch was, wo man gerne mal bereits beim Farmen reindappt. So, nein, 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 weg damit. Gleich speichere ich wieder. Mit dem Fortschritt nicht voraus, ist das knapp. Okay, Achtung, speichern. Ich würde gerne reinlaufen, einfach um zu gucken, was passiert. Das mache ich gleich noch beim letzten Lauf hier rein. Wahrscheinlich schießen halt die Geschütze, die da an den Seiten sind, dann wie die Sau. Und rasten aus. So. Strong, bist du bereit für den Spaß unseres Lebens? Oh Gott. Ja. Das ist schon echt ein guter Schutz. Muss man schon sagen. Aber das brauchen wir jetzt nicht zwingend. So. Und schon sind wir da. Juhu. Okay, hier ist der Hauptcomputer. Haben die nochmal einen extra? Ja, die haben nochmal einen extra Computer, die zwei. Wenn wir die aktivieren, kloppen die uns dann? Machines. 0. Was könnte es sein? 1. Oh, wow. Aha. Ha. Oh, wir sind zu fett. Mainland. Ah! Hoppala. Direkt rausgegangen. Ich aktiviere die einfach mal. Mal gucken, ob die uns hassen. Ah, hat's nicht funktioniert. Sehr gut, da kann ich nochmal speichern. Wir machen mal Konstruktion. Gut, das funktioniert ja wirklich hervorragend. Ach ja, hä? Kann ich die hier nicht? Kann ich die nicht irgendwie, Wie schön. Hahaha, ich fasse es nicht. Kann ich nicht irgendwie starten und du machst erste Hilfe. Und du startest bitte jetzt. Es geht nicht, es geht nicht. Man kann die nicht starten von hier. Naja, wir sind zu fett. Wir müssen uns dann gleich porten. Admin-Login. Sicherheitstürensteuerung. Tür öffnen! Wahrscheinlich gehen die jetzt an. Jetzt sollen wir die Türen öffnen, oder? Nee. Ah, okay. Guck mal, da ein großer Werkzeugkoffer, der noch verschlossen ist. Der sah ganz anders aus wie die anderen Koffer. Nee. Das wär's. Das wär's. Ah doch, von hier geht's. Da liegt jemand rum, wahrscheinlich der Zeitungsverkäufer. Yay! Wow! Voll der Schatz und so. Hören wir mal rein. Total krass. Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plain. Innerhalb der Wände dieser Zeitkapsel findet ihr unsere Nachfahren, die Gegenstände und Erinnerungsstücke, die uns im Jahr 2077 wichtig waren. Wow. Euch, die ihr 200 Jahre in der Zukunft lebt, mögen diese Relikte kurios erscheinen, aber wir hoffen, dass sie euch an unseren Platz in der Geschichte erinnern und an den euren. Wie wir das Fundament für die Welt gelegt haben, in der ihr lebt, so legt ihr ein Fundament für kommende Generationen. Möge diese Zukunft strahlend sein. Im Namen von uns allen im Jahr 2077 wünsche ich euch alles Gute. Hier spricht Bürgermeisterin Alyssa Park für die Stadt Jamaica Plain.
Hier ist eine Anleitung. Holobänder sind Speichermedien, auf die Sie per Laser zugreifen können. 2077 haben wir Holobänder benutzt, um Audioaufnahmen zu erstellen und Daten wie etwa Musiktagebücher und sogar Spiele zu speichern. Dies mag Ihnen zwar 200 Jahre später primitiv erscheinen, zu unserer Zeit handelt es sich dabei aber um eine verbreitete und beliebte Technologie. Du kannst Holobänder mit diesem Terminal... Okay. Läuft. Wir spüren es direkt bei uns ab. Ach so. Allgemeine Aufstellung, Anleitung der Holobänder, Begrüßungsnachricht, das ist das, was hier alles am Start ist. Nachrichten, okay, Wissenschaft und Medizin. Das ist einfach das, was hier rumliegt, der Scheiß. Vielleicht. Da steht hier wahrscheinlich auch noch mal drin. Achso, damit soll man die Holobänder abspielen. Ja, ja, du haust jemanden. Also das hat sich ja echt gelohnt. Dieser ganze Spaß. Strong, ich komme hier nicht durch. Oh, da ist eine Kamera, die können wir noch mitnehmen. Wow, oder? Wow. Zum Glück haben die das hier angelegt, sonst hätten wir diese Kamera gar nicht bekommen. Hm. Sehr, sehr gut. Kurz warten. Chillen, chillen, chillen. Ach, wisst ihr was? Wir haben noch Buffout. Sind wir so fett drüber? Wie viel bringt Buffout? 30 oder 20? Testen mal kurz. Aber wir sehen es ja hier. Ah, Buffjet bringt aber 30. Ne, nix. Und zack, reicht schon, reicht schon. Wir können uns porten. Und dann können wir der Pam Bescheid sagen, dass wir hier die Jamaikaner gut hingewurstet haben. Dass jetzt hier alles wieder toll ist. Aber wo war jetzt das Terminal, um diese Teile wieder anzuschalten, die Lasergeschichten, damit wir sie wieder ernten können? Keine Ahnung. Vielleicht sind die einfach wieder aktiviert, wenn wir da runterkommen. Aber das müssen wir nicht testen, also alles cool. Ich glaube, uns fehlt auch im Moment gerade nicht viel bautechnisches Zeug. Weil wir auch an sich noch gar nicht so viel gebaut haben, oder? Innerhalb dieser 113 mittlerweile, 113? Wer ist da? Was? Was? Ach, sind hier schon haben wir hier schon Leute? Kann das sein? Strong, sind hier schon Leute? Splittermine liegt da rum. Raider sind da. Aber das ist doch kein Raider, der Kerl. Ah, da hinten ist ein Raider. Ja, da ist ein Raider. Eine Raider-Frau. Peng. Na, wie sie macht. Dann zittert sie in den Bäumen. So, direkt am Motorrad. Klar, dass einem das auch noch in die Ohren, um die Ohren fliegt hier. Ah, nein! Ach, halt die Gosch. Da ist ein feindlicher Geschützturm. Direkt da. Wir porten uns mal kurz, das nervt gerade mit der Lauferei. Ach, wir müssen uns noch fetter machen. Wir müssen uns echt noch fetter machen, dass wir noch mehr tragen können. Also mit jeder Stärke-Skillung bekommen wir auch nochmal 10 Kilo mehr Tragkraft. Aber ich glaube, das ist echt Quatsch. Ich meine, immerhin können wir uns ja direkt voll bepackt teleportieren. Das geht, glaube ich, sonst nicht. Ne? Sonst heißt, sie sind überladen, sie können sich nicht teleportieren. Das haben wir ja schon ultra geskillt. Aber ja. Trotzdem. Vorsicht. Scheiß Dreck da. Weg damit. Und dann haben wir hier noch irgend so einen Kack. Weg damit. Das ist ja nix. Hilfsmittel. Haben wir hier noch irgendwie. Ach, wir haben Bourbon dabei. Ah, nicht hier rein. Hier, da rein, haben wir ja gesagt, ne? Da legen wir die ganzen Schotter, also Bourbon weg. Hier ist das Teil 1 Kilo, krass. Die Blume weg. Und die wiegen nichts. Schlammbohne weg. Verstrahltes Blut weg. Naja, immerhin nochmal 5 Kilo. Ah, und vielleicht noch... Ja, wir reisen doch gar nicht. Haben wir noch Mods? Jawohl. Belebend. Speichern. Wir haben halt einfach schlicht und ergreifend zu viele Waffen dabei. So. Schmied Stufe 2 wird jetzt. Wofür brauchen wir das nochmal? Was wollen wir mit Schmied Stufe 2 überhaupt verbessern? Ich glaube, den Ding, ne? Atomsack. Waffen, Computer, ja. Menschen. Atomsack war es, okay. Da können wir nochmal richtig was draufpacken. Das machen wir auf jeden Fall.
Hoffentlich bezahlt die Röder für ihre Mutter. Wo habe ich das Ding eigentlich liegen? Hoppala. Auf 5? Nee, auf 6. Auf 6. Okay, auf 6. So, Atomsack. Ach, wir müssen erst skillen. Hör auf, darum zu arbeiten. Ich bin nicht die einzige Person, die jemanden verloren hat. Doch. Oh, Dark, Dude. Oh, Dark. So, Schmied. Ja, Stufe 2. Ist erledigt. Ich vermisse ihn nur so sehr. Ja, es ist echt schlimm, ne? Heizspule. Wow. Jetzt haben wir da echt schon mal ein Bollerchen am Start, ne? Ich glaube, wir können sonst hier nicht viel mehr machen. Waffenfreak Stufe 3. Vielleicht bei dem Ultra-Ding noch irgendwas. Wissenschaft. Das hier ist auch nochmal wirklich ein dickes Plus. Das müssen wir jetzt auch öfter benutzen, wenn wir gegen Raider und so kämpfen. Aber es hat jetzt so viel Spaß gemacht, mit der Ding zu spielen. Mit der, mit der Snipe da eben bei den Raidern. Ich gebe die Quest kurz ab. Wir werden ja zum Glück direkt reingeportet. Das ist wirklich angenehm. Was ist das denn? Der Gatling-Laser kann zwar innerhalb kürzester Zeit verheerende Energieschaden verursachen, doch er braucht immer eine kurze Zeit, um anzulaufen. Aha. Willst du schon wieder was? Carrington will reden. Carrington will reden. Trommler. Also in diesem kleinen Ding können die sich da einfach zurufen, wer was will. Steht Diamond City unter Kontrolle des Nein. Wer ist überhaupt Carrington? Pam! Setze Mensch-Maschine-Interface auf 100%. Mhm. Guten Tag, Agent. Laut meinen Daten wurde Unterschlupf Mercer eingerichtet. Ja. Belohnung erteilt. Weitere Hilfe wird benötigt. Sehr schön. Ich habe den Standort eines Geheimverstecks für verdeckte Operationen. Dort befindet sich Ausrüstung, die unsere Organisation benötigt. Okay. Die Railroad-Anführerin hat sie gebeten, das Geheimversteck vor Feinden in der Umgebung zu sichern. Mach ich. Ein Geheimversteck aus der Vorkriegszeit, was? Das klingt interessant. Die Antwort konnte nicht verarbeiten. Das Geheimversteck ist verborgen, gemäß taktischer Gegenüberwachungsprotokolle. Mit diesem RFID-Gerät finden und entriegeln Sie das Versteck, sobald Sie in der Nähe sind. Mhm. Ja, nice. Nett. Hört sich nach Hightech an. Korrekt. Das hat sie verstanden. Das gehörte der Defense Intelligence Agency. Die technologischen Fähigkeiten der DIA waren fortgeschrittener als die zahlreicher Regierungsabteilungen. Hm. Sie müssen das Versteck nur sichern. Die Ausrüstung werden von Booten abtransportiert. Okay. Mhm. Mhm. Also einfach eine Schlüsselkarte. Sehr schön. Wer ist jetzt... Willkommen in der Familie. Ticken, wir sind ein bunter und durchaus verrückter Haufen. Ach was. Und du bist jetzt mit dabei. Ja. Und wenn du einen Begleiter möchtest, lass uns doch einfach wieder zusammen losziehen. Ja, irgendwann mal. Jetzt gar nicht. Tja. Habt ihr gewusst, was... Es gibt eine ziemlich creepige Sache, und zwar ist Deacon, das habe ich letztens in einem Guide gelesen, Deacon ist jemand, der einen die ganze Zeit beobachtet hat. Es ist da was passiert. Ich erzähl's euch gleich wieder. Eine Raiderbande hat einen unserer Agenten entführt. Codename Amsel. Okay. Das Interessante daran, wir dachten, er sei bereits gestorben. Im Unterschlupf Augusta. Desdemona klammert sich an die vage Hoffnung, dass A. Amsel noch lebt und er uns B. sagen kann, was mit den Zünds in Augusta passiert ist, als der Unterschlupf fiel. Ja, nice. Also möchte sie dich auf diese sinnlose Reise schicken. Gut, ich werde versuchen, Amsel zurückzubringen, Amsel, wenn er noch lebt. Wie du meinst. Du findest alle Details im toten Briefkasten. Raider sind nicht bekannt dafür, lebende Gefangene zu machen. Aber da du schließlich dein Leben riskierst, viel Glück. Thanks, B. Und man sieht ihn wohl, er ist ständig um einen gewesen, um einen drumherum gewesen. Also dieser Deacon heißt er, ne? Mal als Wache verkleidet, mal als dies und das. Und das fand ich irgendwie voll creepy, als ich das gelesen habe. Das fand ich richtig unangenehm schon fast. Sichere, okay. Gut. Dann gehen wir mal hier an diesen Briefkasten. Was ist denn das? Sprich mit Ellie. Hä? Sprich mit Ellie? Was ist denn das? Naja, ja, das fand ich irgendwie unangenehm, das zu hören, dass er die ganze Zeit bei ihm ist. Und da waren dann so Screenshots dabei. Und ich habe mich an einen echt erinnert, an so eine Wache. Der tritt einmal als Wache auf. Und zwar als Diamond City Wache. Der ist praktisch immer um einen drumherum gewesen. Hat einen ausgecheckt und so. Das fand ich unangenehm, das zu... Ja, das fand ich halt unangenehm. Lass mich doch in Ruhe. Ellie, ach so, die Drulla von, hier vom Detective.
Ajo, die wird wahrscheinlich auch sagen, ja, ich weiß noch damals, das war der Bruder vom Dima. Ich war dabei. Hallo Ellie. Du bist zurück? Ja. Wie ist es mit dem Nakano-Fall gelaufen? Ach so. Läuft. Ich habe Kenjis Tochter in einer Sylph-Zuflucht im Norden bei Far Harbor gefunden. Sie ist wieder zu Hause. Gesund und munter. Das money, money, toll. Money. Wir haben nicht oft gute Neuigkeiten für die Menschen. Schöne Abwechslung. Ich danke dir für deine Mitarbeit. Ich wusste, dass etwas Gutes dabei rauskommen würde, als du dich mit Nick zusammengetan hast. Hm. Lass von dir hören, Spürnase. Also, gell? Hallo? Okay. Wenn du meinst, wie sie einfach kein Geld rausrückt, das ist doch ein Luder, oder? Ist das nicht ein Luder? Das ist ein Luder. Strong hätte sie ruhig mal ein bisschen einschüchtern können. Naja. So, wir müssen da oben hin. Ich porte mich mal geschwind an den Teich und laufe dann da hoch. Plasmagewehre und Plasmapistolen verursachen sogar noch mehr Schaden als Laserwaffen, können Gegner zerschmelzen. Ja, so ein Plasmateil ist schon schick. Aber es... Ja doch, wir haben es schon genutzt. Ja, wir haben es schon genutzt mit diesem geilen Sound. Ich habe es exakt nachgemacht eben. Schneller, schneller, los. Lade. Okay. Wie ah, der. Ist hier... Ah, das war die traurige Geschichte, glaube ich, hier mit dem einen, der abgesoffen ist, weil er das irgendwas von seiner Frau gesucht hat, das Amulett. Oder von seiner Schwester. Oh, fuck, dude. Hey, Goy. I got... Hey, Goy. Alter, schlag doch. Ich wollte schon vor Jahren schlagen. Bitch. I'm fucking strong, you know? I'm stronger than strong. And that's... Ich was hören. Hallo Leute, ich hab übrigens... Wo ist der? Wo ist der durch? Wo ist der mit dem... Klick, klick, klick. Er klingt so nah. Das gefällt mir nicht. Hallo. Oh, daneben. Ist Strong jetzt eben hingefallen? Ajo! Ich glaube, der ist direkt da hinten dran, ne? Ich lass ihn da einfach rumlaufen mit seinem blöden Bling, Bling, Klick, Klick, Klick. Scheiß Ding. Haben wir das hier entdeckt, das Haus? Ja, ne? Oha, hier ist ja alles voll. Guck mal, die schießen sich da oben über den Haufen. Komm, da will ich kurz mitmischen. Mit unserem neuen Superhammer. Und wenn es Raider sind, ich glaube, auf dem anderen Dach sind Raider, mal schön mit der Gamma-Patrone reinkloppen. Okay, wartet mal. Warte. Los, das ist nicht mein Batman-Glas. Und zack. Oh Gott, Strong, erschreckt mich nicht so. Er rennt da so eklig rum. Wie die hier chillen. Was ist hier? Ah, na also, Treppenhaus, sehr schön. Kommt man da auch direkt hoch? Hier sind Raider. Kann man die Leute da draußen schon hören? Aha. Da haben wir noch ein Safe gefunden, so auf den letzten Meter der Folge. Ach, scheiße. Na. Also. Geschafft. Scheiße, ja. Chiller Boy. Warum sind die alle schon so angeschlagen, die Geschütztürme? Und eine Sprengstoffkiste auch noch. Sehr, sehr schön. Na. Jetzt aber. Ach komm! Ich war doch praktisch schon fertig. Vielleicht ein Stück hoch? Nee, ein Stück runter. Ja. Ja. Hier geht's gar nicht raus. Ich weiß immer kurz eine Sekunde lang nicht, ob das jetzt Strong ist oder irgend so ein Hans. Wurst. Jetzt mischen wir die noch auf da draußen. Achtung, 3, 2, 1. Auf, komm schon. Das lädt wieder Jahrzehnte. Gut, wir müssen immerhin ein Dach laden und die ganze Umgebung, die ganze Weitsicht und so. Okay, sowas kann dauern. Sehe ich ein. Aber trotzdem. Jetzt geht's rund. Oh shit.
Ist der unter uns? Oh shit! Ja. Strong, geh mal hin. Ba, 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 ba. Hallo Boys! It's your boy, Skinny Penis. Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall etwas andere Sachen. Und zwar brauchen wir einmal Jet. Und wir nehmen hier die 10mm Schniedel. Das war doch mal ein Run. Wo ist dieser andere? Der andere Dirty Sack. Habe ich etwa auf den Strong drauf geballert? Der ist da drin, der andere. Oh, und hier waren die ganzen Menschen, die sind alle schon tot. Die wollten wir doch eigentlich mit der Ultra. Da ist noch jemand. Unter uns. Schätze, wer ist da? Gamma, Gamma, Gamma. Ich komme zu euch. Her, du Wichser. Hey. Endstation. Oh, die fällt ja gleich runter. Oh, da habe ich aber irgendwie mit mehr Damage gerechnet. Ihr nicht auch? Das ist irgendwie weak. Weiß ich nicht. Das frage ich dich. Warum ihr euch immer wehrt. Boah, ist aber auch echt schnell, das Ding. Aber es hat auch nur... Wie viel Schuss? Minus 3? Mann, oh Mann. Aha. Okay, das ist irgendwie kacke, vor allem liegt das ja Jahrhunderte nach. Hallo. Oh, schön. Gut, gut. Da ist die schon echt krasser. Naja, okay, Leute. Nächstes Mal geht's weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.